der Grundcharakter dieser Person ist die gleiche. Aber wenn man älter wird, dann wird man auch freier. Als Junge ist man sehr gebunden an die Vorbilder. Und das ist auch gut so. Man muss große Vorbilder haben. Und da habe ich Glück gehabt. In allen Hinsichten hatte ich große Vorbilder. Ich habe sehr oft Furtwängler gesehen. Sehr oft Toscanini, Bruno Walter. Die kamen nach Stockholm, als ich Student dort war. Und Toscanini habe ich in New York fast täglich gehört, weil sie Proben in Carnegie Hall hatte. Der hatte ja sein Rundfunkorchester in NBC, aber manchmal hatte die öffentliche Konzerte auch in Carnegie Hall. Und da konnte ich reinschleichen, unerwünscht, und lag da in einer Loge, man durfte nicht gesehen werden. Also ich hatte sehr viel Glück mit wunderbaren Vorbildern. Und das muss man haben. Aber wenn man älter wird, wird man selbstständiger. Ich glaube, das ist ganz normal. Es geht allen so. Und das ist auch sehr interessant. Das ist eine Schwäche von mir. Ich bewundere Leute sehr leicht. Das ist auch schön. Für die anderen Leute auch, das zu hören. Deswegen hatte ich die Vorbilder sehr lange. Meine Vorbilder. Und ich habe sogar als junger Dirigent versucht zu nachahmen, meine Vorbilder. Und das habe ich sofort aufgegeben. Man kann Furtwängler nicht nachahmen. Ich hörte eine wunderbare Interpretation von Tschaikowski, von Mravinsky. Das war der Guru damals in den 60er, 70er Jahren für die Tschaikowski-Interpretation. Aber das ging auch nicht. Das soll man nicht machen. Also imitieren soll man nicht. Das nur bewundern auf Abstand. Und das Gute umsetzen, was man für die eigenen Verhältnisse passend findet. Also das Vorbild ist nicht dazu, dass man gebunden wird, sondern nur, dass man irgendwo ein Ziel hat. Meine Vorbilder sind jetzt die Partituren. Und nicht die Interpreten von den Partituren. Und da habe ich natürlich oft gemerkt, dass meine Idolen damals, zum Beispiel in der Bruckner-Pflege, war das vor allem Jochum, mein Star war. Wunderbarer Bruckner-Dirigent. Aber dann merkte ich, dass er folgt nicht die Partituren. Und da kommt eine Gewissensfrage. Soll man die Partitur folgen oder Herrn Jochum fragen? Und dann war natürlich der Entschluss ziemlich deutlich. Die Partitur ist die wirkliche Autorität. Und das ist vielleicht ein wesentlicher Unterschied. Das ist ein fantastisch begabter Mensch gewesen. Musikalisch und allgemein, er war hochgebildet. Der war natürlich Amerikaner und das für einen Europäer ein bisschen abstoßend am Anfang. Sehr viel Show, denkt man, aber das war ihm ganz natürlich. Er war kein Showman. Er war so. Was man von ihm lernen kann, das war vor allem diese Spontanität, die er hatte. Gepaart mit einem unglaubliches, tiefes Wissen und Können. Also es war kein Scharlatan, der nur Finten macht, um bewundert zu werden. Das war er nicht. Sehr seriöse Person. Jeder hat natürlich seine Begrenzung. Und seine Begrenzung war vielleicht seine enorme Begabung. Er hat alles gemacht. Also auch als Komponist. Er kommt in den Messen, er kommt in den Siefen, er kommt in den Musicals, spielt Jazz, alles. Nichts war ihm fremd in der Musik. Das hat ihm natürlich gedient, als Dirigent auch. Er war sehr gewandt in vielen Stilarten. Leider konnte er auch nicht Nein sagen zu den schlechten Dingen im Leben. Er rauchte 100 Zigaretten am Tag und hat sich selbst ermordet. Er trank enorme Mengen Whisky, nun natürlich zunehmend in seinem Alter. Aber das war, mehr ein Mensch hat auch Schwächen und der hatte auch reichlich davon. Als Person war er ungeheuer charmant und liebevoll. Er interessierte sich sehr für junge Menschen und dafür haben natürlich seine Schüler profitiert.
Ich war in New York als Stipendiat. Ich hatte ein Jahr ein Stipendium für Studien in New York. Das war wunderbar. Aber das Geld war aus dann im Juni. Aber ich hörte von Tanglewood, dann da ein Sommerkurs war bei diesen Festspielen. Da muss ich unbedingt hin, wenn ich jetzt in Amerika bin. Und ich ging rauf zu Bernstein, der wohnte gegenüber Carnegie Hall damals in der 57th Street. Ich habe ihn nie getroffen, ich hatte ihn auch nicht dirigieren gesehen. Meine Idole waren anders. Das war Bruno Walter und Toscanini in New York und Metropolis und Guido Cantelli und diese Leute habe ich vor allem gefolgt. Aber ich ging rauf zu ihm und er kannte mich natürlich nicht und er hat sofort ein Stipendium für mich geschaffen, konnte also Room and Board und Tuition in Tanglewood haben für 2 Monate, in Juli und August. Das war natürlich sehr großzügig von ihm. Aber so war er. Der war selbst groß geworden in Tanglewood als Adept von Sergei Kusiewiczki. Also rein praktisch habe ich wenig von ihm gelernt. Und das ist doch eine Euphemismus, dass man arbeitet unter Turnstein. Das ist gar nicht so. Ich war nicht sein Assistent. Er war nie in meinen Proben. Ich habe sehr wenig Stunden mit ihm gehabt. Er hat ein paar Partituren so an der Klavier demonstriert. Und er war eine sehr inspirierende Person. Und als er Geburtstag hatte, am 25. August, das war in der Festivalzeit, dann waren die Schüler eingeladen in sein Haus. Er hatte sich verheiratet, hatte zwei Kinder, war ein sehr charmanter Vater. Also da konnte man sehr viel von ihm von lernen, wie seine Umgangsform. Sehr freundlich, sehr generös. Später wird man dann mehr kritisch über auch sein Dirigieren, über seine Interpretationen. Aber jedes ist anders. Und das ist auch gut so, fürchterlich, ob alle mehr oder weniger dasselbe ist. Sehr amerikanisch und das war ihm natürlich. Ich war ja wieder im Tanglewood in diesem Sommer und habe selbst Boston Symphony dirigiert und auch ein bisschen unterrichtet. Und da war ein Bild von Bernstein so in dem Programmheft, als er jung war in Tanglewood. Ein Dirigentbild. Und der stand hier so. Das ist das Ideal für einen jungen Dirigenten. Ich finde, das ist kein gutes Ideal. Ein gutes Ideal ist er als Person und als Könner und als intelligenter, sehr tiefgreifender Künstler. Nicht das. Ja. Denn ich habe junge Dirigenten, die versuchen, das so nachzuahmen, so wie Affen. Ich meine, das funktioniert nicht. Dann muss man selbst Bernstein sein, um so etwas zu machen. Also insgesamt war er eine sehr inspirierende Person. Ich habe ihn auch getroffen, ein paar Monate bevor er starb. Der war mit dem Wiener Philharmoniker in San Francisco auf Tour. San Francisco war mein Orchester, ich war dort Chef. Und da kam der Wiener Philharmoniker, hat ein Programm mit Beethoven 7 gespielt, das erinnert mich besonders. Ich stand hinter der Bühne, als er rauskam, ich wollte ihn danken und gratulieren. Und da stand sein Assistent mit einer gezündeten Zigarette. Und dann wieder rein und bock. Nächstes kam er raus, da hatte er ein Glas Whisky und wieder rein. Also er war dann ganz am Ende seines Lebens und total abhängig. Das war eigentlich sehr tragisch. Also er könnte alles beherrschen. Musikalisch, große Orchester, jedes Repertoire war nah an ihm. Aber selbst konnte er sich nicht beherrschen. Also man kann von ihm sehr viel lernen, wie man tun soll und wie man auch nicht tun soll. Das ist Liebe. Das ist sehr einfach. Liebe ist unwiderstehlich. Man kann das nicht widerstehen. Ich liebe die Musik. Wenn ich eine Partitur öffne, dann bin ich sofort bereit zu springen und nicht nur auf Menschen. Das ist vielleicht ein Unterschied auch zu jung werden. Wenn das jung, sehr jung war,
dann interessierte ich mich nicht so viel für Menschen, nur für die Musik. Wie kann ich mehr lernen? Und wie kann ich, ich war nicht besonders geschickt, wie kann ich, ich muss das lernen, alles muss man lernen. Also die Menschen waren mich so, nicht so interessant. Aber je älter war ich, war mehr interessiert in den Menschen hinter der Musik. Also die Menschen im Orchester, ich kenne die Musiker in den 10 Orchester, die ich arbeite mit jedem Jahr, recht gut, bei Namen auch, die interessieren mich und ich bewundere sie. Also wenn ich da eingeladen, nicht nur zu den Wiener Philharmonikern, auch zu anderen guten Orchestern, dann ist da wie besuche man, als ob ich Familie besuchte. Aber grundlegend ist die Liebe zur Musik. Das war nie ein Beruf für mich. Das war so fast eine Sucht. Ich konnte nie genug bekommen. War immer neugierig. Das bin ich noch. Ich bin sehr neugierig. Nicht nur auf neue Werke, sondern auch auf alte Werke. Neues Entdecken in die alten Werke. Also man wird ja als Künstler nie fertig. Das ist nicht nur für Musiker, das ist für jeden Art Künstler, glaube ich, auch ein Maler oder ein Schriftsteller. Man arbeitet an einem Werk und man liefert das ab, aber das ist nicht endgültig. Das ist nur eine Vorstufe zum nächsten Mal. Das ist auch sehr inspirierend. Wenn man das ein bisschen anders sieht, kann das auch frustrierend sein. Man wird nie fertig. Aber das ist doch eine Befriedigung, zu hören und zu sehen, wie etwas gemacht werden kann. Das ist wie der Hunger. Ja. Jedes Mal muss neu gekocht werden und das schmeckt wunderbar. Aber nächstes Mal vielleicht macht man das noch schöner und das schmeckt noch besser und noch gesünder. Also das ist auch etwas, was nie zu Ende geht. Das ist vor allem sehr originelle Musik. Er schrieb in den 1840er Jahren 4 Symphonien. Die erste schon am Anfang, vielleicht 41, und wurde in Stockholm aufgeführt. Das war eine Katastrophe. Schwierig zu spielen, das wurde sicher nicht besonders gut gespielt. Es gab nur ein Symphonieorchester in Schweden zu dieser Zeit, 1840. Und die Kritiker haben das völlig niedergemacht. Also dieser Komponist ist fertig für den Irrenhaus. Das ist überhaupt kein Hauch von der Kultur der Wiener Klassik. Und er rühmt sich, dass er aus dieser Schule gekommen ist. Das ist zu bizarr und so ungewöhnlich. Er hat 12 Jahre in Berlin gelebt, wenig Erfolg. Er schrieb meistens Singspiele, aber er kam nach Wien. Und er war, glaube ich, im Publikum, als die Wiener Philharmoniker ihr erstes Konzert hatten, 1842. Der ist hier 2-3 Jahre geblieben und das hat ihn nie verlassen, diese Eindrücke. Er ging zurück nach Stockholm und da hat er die 4 Symphonien geschrieben, unter Eindruck, was er hier gehört hat und was hier möglich ist. Aber das ist keine... Er hatte sicher... Vorbilder, reine Vorbilder war sicher Beethoven vor allem. Aber seine Zeitgenossen, das waren mehr Schumann, Mendelssohn, keine Spur von dieser Musik. Ja, vielleicht ein bisschen von Mendelssohn, vielleicht, dieses leichte Scherzo erinnert ein bisschen an den Sommernachtstraum, von sehr leicht und lebendig. Aber die meiste Symphonik, die zu diesem Tag geschrieben sind, blasse Kopien von Schumann. Und Berwald ist völlig anders. Das ist originell. Jeder Takt kann man hören, das ist eine andere Welt. Sehr geschickt, sehr schwierig zu spielen, sehr anspruchsvoll. Das hat er in Wien sicher gelernt. Aber er war selbst Geiger. Er war so Geigenvirtuose. Als Junge ist er gereist über Europa und hat als Wunderkind gespielt. Also er war schon ein echter Musiker. Die ganze Familie war Musiker. Die Familie Berwald kommt aus einer kleinen Stadt in Brandenburg, heißt Berwalde. Und das war die Familie Bach. Generation nach Mann. Alle Musiker.
Und Bärwalde, wie ganz Norddeutschland oder große Teile von Norden, gehörte Schweden in den 18. und 19. Jahrhundert. Nach dem 30-jährigen Krieg war das schwedische Provinz. Also wenn sie sich also Karriere machen, müsste die zur Hauptstadt gehen. Ihre Hauptstadt war Stockholm. Und so ist die Familie Bärwald nach Stockholm. Sein Cousin war Hofkapellmeister in Stockholmer Oper. Und der junge Bärwald hatte fantastische Ideen. Enorm begabter, fantasievoller Mensch. Die Musik erinnerte ein bisschen an Beethoven. Das ist sein Modell, aber keine Kopie. Und ganz, ganz dramatische, manchmal bizarre Ideen. In einem leichten oder einem sehr, zum Beispiel in einem sehr sangbaren Satz wie das Adagio, den zweiten Satz, endet mit einem großes Diminuendo. Tararam, pom, tiririm, pom, tararam, pom, tararam, pom. Aber statt des letzten Pum kommt dann Bang! In der Pauke. In 3 F sogar. Alleine. Da fanden die Menschen natürlich, ah, will er uns ermorden. Das war nicht klassisch genug, das war zu extrem. Und da kommt ein Satz, ein Scherzo, wunderbar, sehr virtuos geschrieben, wunderbar geschrieben, sehr polyphon. Wir haben 2 Proben gehabt und das müsste genau studiert werden, um bewältigt zu werden. Die Noten selbst sind vielleicht nicht so schwierig, aber der Zusammenhang, die Philharmoniker spielen das glänzend. Ich freue mich sehr darauf. Ich spielte die Sinfonie mit dem Berliner Philharmoniker vor 1 Jahr. Das war ein enormer Erfolg, eine Entdeckung. Wie hat man nicht von diesem Komponist gehört? Ich bin ganz gespannt, wie die Wiener das empfinden, ob das auch für die Wiener zu extrem ist. Aber ich glaube, die Kenner im Publikum werden das sehr genießen. Das ist wirklich enorm visionär und sehr gekonnt. Und am Ende meines Lebens hat er endlich auch Erfolg gehabt. Aber diese Symphonie, Symphonie Singulière, 1845 geschrieben, wurde erst 1904 uraufgeführt. Dann war Bärwald schon 40 Jahre tot. Das ist also wirklich eine Erweckung von dem Tod, eine Auferstehung von dem Tod. Er hat auch 3 andere Symphonien, etwa die gleiche Zeit geschrieben, alle genial. Ich finde, die 7. Symphonie von Dvořák ist die größte. Am Inhalt. Ich kenne sehr gut die Nummer 8 und 9. Das große Publikum kennt das auch sehr gut. Die werden oft gespielt. Und die sind auch wunderbar, ganz unnachahmlich. Dvořák, ein bisschen wie Bernstein. Nicht wahr? Sonst keine Vergleiche, aber sehr originell, sehr spontan. Ist eben Böhme, spontaner Musikant. Es heißt also im Volksmund, das sagen die Tschechen selbst, wenn ein Baby in der Wiege liegt, macht man einen Test. Man führt eine kleine Geige über die Wiege. Und wenn das Kind dann die Geige greift, dann wird er ein Musiker. Wenn die Geige nicht greift, führt man so einen silbernen Löffel drin. Und wenn er dann wird ein Dieb. Das sagen die Tschechen selbst. Das ist also ein bisschen Selbsthumor. Natürlich stimmt das nicht. Aber das sagt etwas, dass die lieben Musik. Die lieben Musik. Alle Tschechen sind geborene Musiker. Und Dvořák ist so ein wunderbares Beispiel. Das fließt auch in, so natürlich und so gescheit gleichzeitig. Die 7. Sinfonie ist irgendwie noch ernster als die anderen. Der erste Satz ist so wie ein philosophisches Nachdenken.
fängt sehr leise an, endet sehr leise mit einem Fragezeichen. Ist dies die Welt? Ist das? Das war sehr schön, aber was ist der Sinn? So etwa das Gefühl hat man nachher. Zweiter Satz ist ein Wunder an Schönklang und schöne Melodien. Dritter Satz ist ein Charme, ein Charmer. Wie eine charmante Frau, sehr verlockend, wunderbar, lieblich, graziös und gescheit. Der Satz ist so ein Zwitterding zwischen Zweitakter und Dreitakter, gleichzeitig. Also man weiß gar nicht, sind wir in Dreitakt oder sind wir in Zweitakt. Erst nach etwa 15 Takten merkt man, das ist doch ein Dreitakt. Aber dann ist man zurück in einen Zweitakt. Diese Kapriziosität, ich weiß, sehr, sehr charmvoll. Und natürlich klingt wunderbar, wunderbar. Letzter Satz ist ein Apotheose, ein Triumph. Sehr schneller Satz. Mit Einschlägen auch von Chorälen als Kontrast, sehr leise, enorm leise, große Ausbrüche, fast wie Berwal. Plötzlich kommt in eine schöne Melodie, also sehr temperamentsvoll und wunderbar zusammengelegt. Ich finde das wirklich ein Meisterwerk unter vielen Meisterwerken. Ab und zu werden auch meine Konzerte live gestreamt. Und ich finde das wunderbar. Die Leute, die da begeistert sind, die kommen nachher ins Konzert. Dann merken sie, dass das wirkliche Erlebnis haben sie erst, wenn sie im Saal sind. Sie merken, wie das hier geschieht. Und die Atmosphäre unter anderen Menschen, die denselben Drang haben, etwas zu hören. Eine wunderbare Reklame für unsere Musik. Ich kann das nur begrüßen. Wien ist für mich Mozart und Bruckner und Beethoven. Ich weiß, es gibt sehr viele, ich bewundere die Kunstmuseen, die Schätze sind enorm. Also ich könnte auch da wochenlang studieren. Aber als Musiker, der Begriff Wien ist für mich Musik. Und deswegen ist Wien natürlich ein ganz besonderer Ort, für jeden Musiker. Ich kann sagen, ich war hier oft bevor ich mit den Wiener Philharmonikern bekannt wurde, war ich oft hier im Saal mit der Dresdner Kapelle, mit dem Gewandhausorchester, mit der San Francisco Symphony. Und besonders mit der San Francisco Symphony habe ich in Erinnerung, wie die reagiert haben, in diesem Saal zu spielen. Wir spielten Bruckner 6. Symphonie. Und ich hatte eine halbe Stunde Probe vorher. Und ich sagte zu dem zweiten Trompeter, das ist zu laut, du spielst, das klingt hier groß. Es steht fortissimo in meiner Stimme. Ja, das steht alles da, aber du musst vielleicht mezzo forte spielen. Ja, da war noch zu laut. Und da musst du Piano spielen. Er kam in der Pause zu mir und hat geweint. Ein Mann von 50 Jahren hat geweint. Maestro, steht in meiner Stimme fortissimo. Ich spiele Piano und Sie sagen, es ist zu laut. Was soll ich machen? Also der Saal ist wunderbar. Man muss auch wissen, wie man hier spielt. Es wird sehr leicht, besonders für die Blechbläser, zu laut. Aber wenn man das kann, sich anzupassen, dann klingt der Saal fantastisch. Ich glaube, ich kann sprechen für fast jeden Musiker der Welt, der hier gespielt hat. Das ist der ideale Saal für Orchestermusik. Und das ist auch dann auch das für Wien. Wien ist für mich Musik, diesen Komponist und dieser Saal.